Herzlich willkommen bei der LearnTech 2015 hier in Karlsruhe. Bei mir Herr Zöller von der Haufe Akademie. Herr Zöller, es gibt ja ganz viele Trends, die im Moment mehr oder minder so auf der Straße liegen, von Mobile Learning, Serious Games, Adaptive Learning, IT, das gesicherte Klassenzimmer. Wo sind Ihre Schwerpunkte, wo finden Sie sich wieder? Die Haufe Akademie hat sich im letzten Jahr durch eine strategische Kooperation mit dem Partner Cross Knowledge gerade zu diesen ganzen Themen, die Sie genannt haben, neu aufgestellt und sind natürlich froh, unseren Kunden, der Bedarf hat, seine Themen, die meistens in die Globalisierung gehen, dadurch natürlich auch weit gefächert Steigerung der Effizienz, Optimierung Aus- und Weiterbildungszeiten zu erreichen, abzubilden. Da unterstützen wir den Kunden bei. Und da sind die Themen Mobile Learning, Adaptive Learning ganz strategische Punkte, die immer wieder ins Angebot kommen und auch angefragt werden. Wir haben über 20.000 Lerninhalte, die wir standardisiert wie individualisiert, aber auch ganz offen in einer offenen Plattform für den Kunden fast in jeder Form zur Verfügung stellen können. Und das aber natürlich auch, wenn der Kunde es wünscht, abgestimmt auf seine bestimmten Bedürfnisse dann auch zur Verfügung stellen können. Wenn Sie sagen, das sind so die aktuellen Trends, was ist so die Prognose für die Zukunft? Was ist der neue Trend, der nachkommt? Wo wird es hingehen? Ob es ein neuer Trend ist, weiß ich nicht. Aber was ganz klar zu spüren ist, ist das Blended Learning. Also die Kunden wünschen immer mehr die Kombination der Präsenzveranstaltungen, die ja reichhaltig im Markt vorhanden sind, in Kombination mit den E-Learning-Angeboten. Und dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten. E-Learning kann eingesetzt werden zur Vorbereitung, Information, aber auch zum Erreichen homogener Lerngruppen, beziehungsweise auch um Nacharbeit und Wissensprüfungen durchzuführen. Und das ermöglicht dem Kunden natürlich ganz anders, seine Lernzeiten zu optimieren, auch die Budgets zu optimieren, die er dafür bereitstellt, weil der einzelne Lerner unabhängig von Zeit und Raum, unabhängig vom Arbeitsplatz, durch die Mobilität auch die Möglichkeit hat, dieses auch umzusetzen. Wir haben zusätzlich durch die Firma Cross Knowledge, durch die Partnerschaft auch neue Lernformate bekommen. Zwei möchte ich davon nennen. Das eine ist das My Management TV. Hier stellen die führenden Experten aus den Universitäten dieser Welt zu einzelnen Themen kurze Darstellungen und auch ihre Sichtweisen zu bestimmten Themengebieten nochmal dar. Das sind Videosequenzen von 3 bis 5 Minuten. Das zweite genannt ist The Team. The Team ist ein Bereich, wo professionelle Schauspieler Alltagssituationen aus dem Berufsleben aufgreifen, sehr anschaulich, plastisch und auch sehr modern wiedergeben. Durch die Professionalität natürlich eine ganz andere Bindung des Lerners an das Medium bringen und den Lerner auch an eine neue Lernwelt entführen. Und vielleicht bilden wir damit auch einen neuen Trend im Markt. Was Sie jetzt gesagt haben, ist speziell auch für Ihr Unternehmen so die neue, aber wie geht es denn mit der Branche weiter? Es ist ja, die Branche ist sehr breit gefächert. Gibt es da eher einen Schulterschluss, eher rückt man näher zusammen oder wird es noch diversifizierter? Ich glaube, es wird alles darauf rauslaufen, dass die Mobilität, sprich der mobile Markt, für uns eine Richtung ist, in die wir uns entwickeln werden. Der Trend ist heute schon da. Wenn Sie heute telefonieren, werden Sie nicht mehr gefragt, wie geht es Ihnen, dann die erste Frage ist immer, wo sind Sie? Und genau so ist es auch in der Lernwelt. Man hat früher 5 Tage oder 10 Tage für ein bestimmtes Thema zur Verfügung bekommen. Heute haben Sie, wenn Sie Glück haben, noch 1 bis 2 Tage. Und die müssen Sie optimal nutzen, sich aber trotzdem noch auf die Themen vorbereiten. Sie können ja nicht mit dem Lerninhalt, den Sie früher in 10 Tagen vermittelt haben, heute in einem Tag alleine auskommen. Man kann das zwar optimieren, man braucht aber Zusatzinformationen. Deswegen denke ich, die Mobilität, auch unabhängig vom Arbeitsplatz, Reisezeiten zu nutzen, ist ein ganz klarer Trend, in den unsere Zeit sich hinentwickelt und wo ich sage, da werden wir auch in der Zukunft den Markt sehen, dass die Mobilität immer wieder abgeht. Dann herzlichen Dank für diese Informationen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel, viel Spaß auf der LearnTech 2015. Dankeschön. Danke für die Einladung und noch gute Gespräche. Dankeschön.